Wettrennen in Hall, das war eine total andere Mannschaft. Was macht man in so kurzer Zeit? Wie kriegt man das hin? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, die Spieler, gerade jetzt speziell gegen Essingen, haben sie am eigenen Leib gespürt, wie das dann ist, wenn man füreinander kämpft, füreinander ackert. Und dann kriegt man auch Zugriff. Und die Spieler sind ja, die haben das Fußballspiel nicht verlangt. Die haben ja letzte Runde auch eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Und das muss man einfach auskitzeln. Und da sieht sie jetzt nicht nur das Unentschieden, das durch den Sieg, was man alles erreichen kann, wenn so Mannschaftliche Geschlossenheit da ist. Und auch, da kommt auch wieder Selbstvertrauen zurück. Ja, das sind so ganz normale Automatismen, wo dann ineinander greift und dann kannst du gegen. Ja. Dann gewinnst du 4-2 gegen die Sofie-Tabelle. Hammer, gell? Ja, total. Kann man gut sein. Danke. Ciao, ja. Tschüss.